Alles raus aus den Regalen und alles erstmal auf den Boden. Die Herausforderung? In 4 Stunden soll dieser Raum tipptopp aussehen. Und darum kümmert sie sich, Miriam Tabler, professioneller Ordnungscoach. Erst kommt das Chaos, dann kommt die Ruhe rein, sagt sie. Dass einfach der Schockmoment über die vielen Sachen einfach extrem groß ist. Also ne, das ist alles weggeräumt, da macht man sich nicht so viele Gedanken. Aber wenn man das jetzt alles hier am Boden sieht, das ist schon viel Zeug. Nach dem Chaos kommt die Ordnung. Es kann jetzt nur noch besser werden. 2 Stunden vorher. Miriam verschafft sich den Überblick. Okay. Kundin Margit Schürmann wünscht sich mehr Struktur im Keller. Eine gewisse Grundordnung ist da, aber sie will Übersicht auf einen Blick. Was ist denn da alles? Also ich sehe schon hier so Isomatten, Rucksäcke. Genau, rechts ist ein bisschen der Outdoor-Bereich. Es sind natürlich Weihnachtskisten. Ein bisschen sortiert ist es schon, aber natürlich wäre toll, wenn da noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Ja, auf jeden Fall, genau. Und los geht's. Die dicken Trümmer kommen aus der Schusslinie, dann räumen die beiden alles raus. Putzen, aufräumen, sauber machen, das liegt im Trend. Tipps und Tricks liefern auch Cleanfluencer in den sozialen Medien für hunderttausende Follower. An den Volkshochschulen gibt es aber auch Kurse für alle, die das Thema Aufräumen lieber in der Gruppe anpacken wollen. Zum Beispiel bei der VHS in Fürth. Kursleiterin Katharina Klaus-Ilienko faltet schon mal vor. Nicht irgendwie, sondern nach der Lehre der japanischen Aufräumpäpstin Marie Kondo. Das wichtigste Prinzip von Marie Kondo ist, dass alle Sachen, die reingelegt werden in die Schubladen oder in die Kästchen, dass man auf einen Blick erkennen kann, wo was liegt und dass es nichts mehr drunter liegt. 2-mal im Jahr bietet die Aufräumexpertin Minimalismuskurse à la Marie Kondo an. Für 6 bis 12 Teilnehmende, denen das Wegwerfen schwerfällt. Sie sollen sich fragen, welcher Besitz bringt mir Freude? Brauche ich das alles wirklich? Das ist eine Auseinandersetzung nicht nur mit eigenem Schrank. Das ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das ist emotional. Und das ist eine Miriam und Margit schauen mittlerweile tief in die ersten Kisten. So, was haben wir denn hier jetzt alles? Oha, ja, Halleluja. So, das ist ganz hübsch gebastelt. Ist das eine Erinnerung von dem Kind? Nein. Okay, dann würde ich auf jeden Fall, hier ist der Müllbeutel. Ja, rein. Okay. Es geht ans Aussortieren und Wegschmeißen. Und, wie ist so das Gefühl? Gut. Ich kann das recht gut. Aber sich dazu aufzuraffen, sich die Zeit dafür zu nehmen, das ist eigentlich die größere Hürde. Kaputtes kommt gleich in den Müll, Brauchbares auf den Spendenstapel. So, den Spendenstapel. Das Ziel? Eine nachhaltige Grundordnung, eine klare Struktur und kurze Wege zu oft verwendeten Dingen. Ich habe auf jeden Fall einen Plan. Ohne Plan wäre es ein bisschen schwierig. Genau, wir gucken jetzt erstmal die Sachen an und können schon mal sagen, wenn die Kunde sagt, oh ja, oh, das habe ich vergessen, das kann auf jeden Fall sofort weg, dann wird es gleich aussortiert und rausgestellt. Ich habe auch schon Ideen, wie man das Regal so ungefähr ordnen und kategorisieren kann. Jetzt die Kundin hat auch viel Outdoor-Sachen. Da wird natürlich auf jeden Fall ein Regal nur mit Outdoor- und Aktivitäten- und Hobbysachen sein. Dann gibt es viele Kindheitserinnerungen, die vielleicht eher nach oben ins Regal kommen, weil man die einfach, die lagert man und braucht sie eigentlich nicht. Und 4 Stunden später ist eine klare Linie drin. Also wir haben jetzt alles schön in Kategorien sortiert. Einmal hier unten auch in den undurchsichtigen Boxen die Erinnerungsstücke. Dann Fasching. Dann haben wir hier die ganzen Outdoor- und Aktivitäten- und Hobbysachen. Und in der Mitte die Weihnachtsdeko-Regalreihe. Ja, es ist ein ganz, ganz guter Start für mich. Ja, finde ich fantastisch, weil gerade der Kellerraum ja ganz oft vernachlässigt wird, was das Thema Aufräumen und Sortieren angeht. Viel Kram und Kisten sind jetzt überflüssig, aber Ordnungscoach Miriam will genau wissen, was damit passiert. Und
Und das da, hier, guck mal. So ein, zwei Wochen vereinbare ich mit den Kunden, wie auch die Zeit haben, und rufe dann nochmal an. Klappt alles? Kommst du zurecht? Muss man irgendwo nochmal nachjustieren? Hast du die Sachen weggebracht? Genau. Aber das bespreche ich mit der Kundin, wo die hingegeben werden können, die Sachen, damit die auch wirklich weiß und dann einfach nicht allein gelassen wird mit ihrem Zeug. Befreit ins neue Jahr starten. Margit hat's gepackt.